Hallo, Freunde der düsteren Dungeons und muffigen Krypten. Oder waren es muffige Dungeons und düstere Krypten? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Aber zuerst brauche ich hier einen kleinen Schluck hiervon. Es ist ein koffeinhaltiges Warmgetränk. Ich reiche es immer an mit etwas Milch, denn Milch macht bekanntlich müde Männer munter. heiß. Aber das nur nebenbei. Heute geht es um das hier. Ich habe hier etwas RPG-Material, etwas Rollenspielmaterial, das ich vor einiger Zeit erstanden habe und das hier dann eingezogen ist. Es geht um diese zwei Pathfinder-Bücher. Ein bisschen größer machen. So. Ja, Pathfinder 1, das Pen and Paper Rollenspiel oder Tabletop Rollenspiel von Paizo. Seinerzeit ins Deutsche übersetzt von Ulysses, auch bekannt als Meister oder Könige der Rechtschreibfehler. Na, sei es drum. Ich habe eine Menge Pathfinder-Rollenspielmaterial. A lot of. Eine Menge Abenteuerpfade, Erweiterungsbände, auch die Einsteigerbox. Aber was ich noch nicht hatte, war tatsächlich das Grundregelwerk. Und ich hatte vor einiger Zeit die Möglichkeit, diese beiden Bücher, das Grundregelwerk und das Monsterhandbuch Nummer 1, das essentiell für das Rollenspiel ist, preiswert und in einem super neuwertigen Zustand zu erstehen. Und falls der Verkäufer zufällig dieses Video sehen sollte, vielen Dank und die Bücher sind in gute Hände gekommen. Ja, das Pathfinder Rollenspiel Grundregelwerke. Jetzt gibt es ja schon die zweite Edition. Wie gesagt, von Pathfinder 1 habe ich eine ganze Menge, von der zweiten Edition überhaupt nichts. Die zweite Edition ist mir zu vogue, zu queer, zu bunt. Ja, ich favorisiere hier lieber Pathfinder 1. Mir gefällt gerade hier an diesem Bild, diese geballte Ladung Action, dieses, ja, die Charaktere sind in Aktion mit dem Drachen. Knallbunt, comic-mäßig, gefällt mir sehr gut. Und der Drache, der Kopf, der erinnert mich von der Art her, vom Design, an den, ja, an den Godzilla-Film. Ich glaube, war das 90er Jahre oder Anfang der 20er, an den Godzilla-Film von Roland Emmerich. Aber um dieses Buch soll es heute nicht gehen. Wir befassen uns heute mit diesem Hiesen hier, mit dem Monsterhandbuch. Es gibt mehrere Monsterhandbücher, ich glaube 5 Stück an der Zahl. Wenn es 6 sein sollten, korrigiert mich in den Kommentaren. Das ist das Monsterhandbuch. Ja, fehlt die 1, weil es erstmal nur das erste ist. Das Monsterhandbuch.
Ja, es ist das erste Handbuch, das erste Monsterhandbuch. Darum erwarte ich hier drinnen die klassischen Monster zu finden. Also die essentiellen wie Goblins, Orks, Trolle, Skelette, Werwölfe, Vampire, Zombies, Ghule und dergleichen. Aber auch wichtige Tiere wie zum Beispiel Ratten, Riesenratten, Wölfe und so weiter. Und wir schauen uns das heute mal an und mal sehen, was wir hier drinne finden. Also Freunde, auf geht's! So. Die zweite überarbeitete Auflage. Paizo Publishing 2009, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und hat hier über 328 Seiten. Ja, Monsterhandbücher, da kann man geteilter Meinung sein. Braucht man die oder braucht man nicht? Zumindest das Erste, das Essentielle, sollte jeder sein eigenen. Ansonsten sind das ein Abscheulicher, der gefällt mir schon mal sehr gut hier. Und Adler, Riesenadler. Ja, die erinnern mich an die Fisch- oder Wassermenschen von H.P. Lovecraft. Ich werde das versuchen, noch ein bisschen größer zu machen, noch mehr heranzuzoomen. So, ich glaube, das ist gut. Riesenameisen. Eine Ätherspinne. Ja, das Buch ist out of print und gibt es nur noch im Gebrauchtwarenhandel. Gebrauchtwaren, also gebraucht. Der Grizzlybär. Es gibt auch noch eine Taschenbuchvariante. Der Baumhirte. Ein belebter Gegenstand. Riesenblutegel. Ja, der darf nicht fehlen. Die Chimäre. Dämon, der Balor. Na, wenn das mal nicht der Balrog sein soll. Der Balrog aus alter Zeit. Succubus. Ja, eine Menge Dämonen. Ja, auch normale Tiere hier. Delfin und Schwertwal. Dinosaurier. Ja, ja, ein klassischer Raptor. Und ein Stegosaurus. Ah, ich bin Freund von Dinosauriern, die dürfen nicht fehlen. Triceratops und Tyrannosaurus hier. Ja. Ein Schnapper.
Doppelgänger. Und Drachen. Blaue Drachen. Grüne Drachen. Rote Drachen. Ja, sämtliche Drachen in sämtlichen Farben. Drachenschildkröte. Ups. Dror, die Dunkelelfen aus dem Unterreich. Eine Dryade und Dörger, dunkle, düstere Versionen der Zwerge. Ein Dunkelkriecher und ein Dunkelpirscher. Darf man nicht verwechseln. Ein Düstermantel. Herrlich, herrlich. Also da muss ich sagen, sehr schön, dass Sie den mit reingenommen haben. Diese Monster, diese Düstermantel, die hat der Autor Clark Ashton oder Ashton Smith erfunden. Und zwar spielen die eine tragende bzw. eine wichtige Rolle in seiner Short Story Das Grabmal von Joe Fombis oder so. Ja, das Grabmal von Joe Fombis. Und wenn ihr wissen wollt, wo der Film Alien sich inspirieren ließ, dann denkt an den Düstermantel und lest die Geschichte von Clark Ashton Smith. Ja. Elefant und Mastodon. Elementare. Wasserelementar. Der Djinn. Ja, denkt daran, drei Wünsche habt ihr frei. Drei. Die ihr euch erfüllen muss. Also seid weise mit euren Wünschen. Der Etten, oder sagt man die Etten, und der Eulenbär. Was ist das für ein Viech? Ein schönes Picture hier. Schreckensfledermaus, Fledermausschwarm, Riesenfliegenfalle. Für die Exoten. Giftfrosch. Der Froschkoloss. Ein herrliches Unvieh. Und der Gallertwürfel. Ja, ein ikonisches Monster. Gargül. Geist.
Gelbstaubkriecher. Ich glaube, das ist auch eine Inspiration von Clark Aston Smith. Und hier der klassische Ghoul. Ja, der darf nicht fehlen. Der darf nicht fehlen. Ein Giralon. Ja. Die riesigen weißen Affen von dem Autor Edgar Rice Burroughs von oder aus John Carter vom Mars. Und die Gnolle. Der Goblin. Und verschiedene Arten von Golems. Steingolem. Eisengolem. Eisgolem. Holzgolem. Ja, und hier haben wir den Steingolem. Gorgone. Der Greif. Die Grottenschrate, im Englischen auch Bugbears genannt, ist bei uns immer eine willkommene Alternative gegenüber den Orks. Ich kann Orks nicht mehr sehen und in meiner Fantasywelt, in meiner Spielwelt gibt es keine Orks mehr. Die werden durch die Grottenschrate ersetzt. Ja. Grüne Vettel. Gruftschrecken. Haie. Ein Halbscheusal. Na, wie sieht denn ein Vollscheusal aus? Harpier. Okay, das ist also eine sehr, sehr freie Interpretation von Harpien. Normalerweise haben die Harpien keine Arme und Flügel, sondern nur eine Kombination aus Beinen. Also nur Flügel, Armflügel. Also nicht beides, sondern nur eins davon. Ja, wie Vögel halt, ne? Die haben auch keine extra Arme, die haben nur Flügel. Ja. Der Auerochse und der Hobgoblin. Der Homunculus. Und hier sind wir auf den Hund gekommen. Die Hyäne. Habt ihr schon mal von einer Berghyäne gehört? Hier haben wir die Hydra. Was ist das? Ein Intellektverschlinger. Und Irrlichter. Irrlichter sind wichtig, Freunde. Die sind wichtig. Mit denen könnt ihr jede Abenteuergruppe ins Boxhorn jagen. Riesenhirschkäfer. Schnapp, schnapp. Der Gepard und der Leopard. Ja, okay, bei Paizo, bei Pathfinder und bei D&D, bei Dungeons & Dragons ist ein bisschen obskur, wie sie hier sich Kobolde vorstellen, wie kleine Drachlinge. Kobolde sehen anders aus. Die Riesenkrabbe und der Kraken. Ja, willst du viel? Nimm ein Krokodil.
Der Landtai, im Original im Englischen auch Bulette genannt. Der Leichnam. Lindwürmer. Und jetzt kommen wir zu den Lykanthropen. Ja, hier haben wir ihn. Den Werwolf und Manticore. Ein Mantler, die Medusa, Meerjungfrauen, Menschenaffe, der Gorilla, der Mirmelkier, der, wie nennt man den auf Deutsch? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, herrlich. Der Minotaurus. Der Schlürfer. Der moderne Schlürfer. Die Mörderranke. Der Morlock, ja, bekannt aus der Geschichte, aus dem Roman Die Zeitmaschine und die Mumie. Der Nachtmahr und die Nachtvettel. Naga. Nashorn. Wollnashorn. Die Nymphe. Und der Oger. Der Oktopus. Ah, der Ork. Pegasus, Pflanzenpygmäe, Pixie, plapperndes Hundertmaul, der Purpurwurm, inspiriert von Dune, der Wüstenplanet. Na, ah, und hier haben wir sie, die Ratten. Schreckensratte, Rattenschwarm. Jetzt kommen wir zu den Riesen. Ich
Ich sage nur Frost Giants Daughter. Der Roch. Ja, seht euch mal das Größenverhältnis an. Rostmonster, ja, die setze ich immer gerne ein an den Verliesen. Die Sahuajin. Der Satyr. Schatten. Gift- und Würgeschlange. Lange Schlange. Riesenschnecke, jawohl. Ja, es gibt eine Geschichte, ich glaube, von Elspreu de Camp. Eine Conan-Geschichte. In der Conan gegen so eine Riesenschnecke bestehen muss. Keine Originalgeschichte von Robert E. Howard, sondern von L'Esprit de Camp oder so. Ich glaube, ja. Im ersten Roman des kompletten Conan-Zyklus. Ja, so müsste es sein. Das Schreckgespenst. Der Schreckhahn. Aha, so sieht also ein Schreckhahn aus. Okay. Die Seeschlange. Die Seefette. Der Seiler. Ein Schogotte. Dem möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Ja. Und hier haben wir ihn. Und hier und da den Knochenjochen. Ja, gleich mit oder in verschiedenen Varianten. Riesenskorpion und die Sphinx. Ja, brav, sei brav. Ja. Riesenspinne und Spinnenschwarm. Aha, die Tarasca. Riesentausendfüßler. Tengu. Tintenfisch. Troglodyt. Und hier haben wir ihn. Den allseits beliebten Troll.
Ja, wo kann man ihn finden? In Höhlen, unter Brücken, in Wäldern, in verlassenen Gemäuern. Also überall, wo so eine Abenteuertruppe vorbeikommt. Ja. Ah ja, ein unsichtbarer Pirscher. Und hier haben wir den Vampir. Das Vielfraß. Ja, und hier haben wir die Gemeintiere. Katze, Fledermaus, Falke, Echse, Affe, Eule, Kröte. Rabe, Ratte, Wiesel, na klar. Das wilde Schwein, genau. Und ein Winzling. Der sieht gut aus. Wolf und Waage, Winterwolf. Der Würger. Wiefern. Der Yeti. Yeti, der Schneemensch hier. Herrlich. Und der Zombie. Und hier haben wir den Zyklopen. Über die Größe eines Zyklopen wird ja mal gern diskutiert. Monster erstellen. Das Monster erstellen. Ah, okay, hier haben wir noch ein paar Zusatzinformationen. Keine Monster mehr. Anhänge. Was für Fähigkeiten verschiedene Monster haben, wie Telepathie oder Trampeln. Zauberähnliche Fähigkeiten, Würgen, Wildheit, Verschlingen, magische Bestien, die verschiedenen Arten der Monster und Viecher hier, Untote, die sind wichtig, die sind immer wichtig, Monster als Spielercharaktere. Monster-Talente. Und da sticht es mir wieder in die Augen. Das Schnappen. Ja. Schnappt er nicht hier, dann schnappt er da. Monster als Gefolgsleute. Monster-Index nach Art. Art des Hauses oder was? Ja, meine lieben Freunde. Das muss ich dann nochmal nachsehen. War denn der Goblin auch mit drin? Ja, der Goblin war mit dabei. Ich sag mal, ohne Goblin. Oder Goblin. Kein richtig. Hier haben wir ihn.
kein richtiges ernstzunehmendes Monsterbuch. Ja, was haben wir hier drauf? Hier haben wir die klassischen Monster. Na klar, da ist er doch, der Goblin. Ja, und hier haben wir den fetten grünen Troll. Also alles im Allen ein herrliches Monsterbuch, vollgepackt mit allen klassischen, ikonischen Monstern, die man benötigt. In den weiteren Monsterbüchern sind da mehr schon spezielle Monster drin, aber hier sind genau alle, wirklich alle drin, die man zum Spielen für ein Pen-and-Paper-Rollenspiel benötigt. So, meine lieben Freunde, das soll's mal wieder gewesen sein. Was haltet ihr von solchen Monsterbüchern? Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und verbleibe bis zum nächsten Mal. Und lasst euch nicht wegschnappen.